Kurs, für den ich sehr dankbar bin. Also der Simon Hofmann, der auch letztes Jahr schon mal hier ausgestellt hat, der ist immer ganz bemüht, mir tolle Jungs aus allen möglichen Städten und aus der ganzen Welt hierher zu bringen für meine Ausstellungen. Eigentlich hatten wir diesmal, glaube ich, geplant, dass der Muris mit da ist, auch ein Street-Art-Künstler aus Istanbul. Der konnte leider nicht kommen, hat kein Visum bekommen. Wir bekommen aber nächste Woche auch wirklich noch seine Bilder. Also wer wirklich Street-Art mag, der darf da auch gerne nochmal kommen. Aber wir haben nicht gefaulenzt, haben dafür einen ganz tollen Überraschungsgast aus dem Hut gezaubert, den Ska, der ja auch kein Unbekannter ist, glaube ich, in der Malszene und Berlin. Und die zwei Jungs haben mir gestern schon wunderbar meinen neuen Rollladen bemalt und gerockt und besprayt. Bin ich ganz glücklich, den kann man auch draußen sehen, von außen. Die meisten haben es gecheckt, die anderen wurden sicher vom Rest informiert. Ja, und nach diesem fulminanten Auftakt haben die heute alles wunderbar behängt. Schön voll gemacht, sieht herrlich aus. Und ja, ich habe gehört, das Gar erzählt auch gern was zur Street-Art-Geschichte und wird uns da ein bisschen ja, auf die Sprünge helfen, falls wir es noch nicht wissen. Und die zwei wollten jetzt im lockeren Gespräch ein bisschen bei euch vorstellen. Ja. No? Dankeschön. Den Namen habt ihr jetzt gehört. Als erstes machen wir keine Street-Art, sondern Style-Rating. Wir machen klassisches Graffiti. Wir haben über die letzten 20 Jahre probiert, eigentlich die Buchstaben zu drücken, zu formen in alle möglichen Richtungen. Wir wollen immer die Buchstaben zum Tanzen bringen. Es hat alles angefangen auf dem Zug, bei uns in den 90er Jahren, in Berlin auf der U-Bahn. Also wir haben, unsere Styles sind tatsächlich auf U-Bahnen entstanden in Berlin. Daraus hin hat sich eine Leidenschaft entwickelt, die sich bis heute fortführt, in Workshops, mal Fassaden, Design, arbeiten in Ateliers, in Grafikstudios, also in alle möglichen Richtungen. Aber diese Art von Malerei liegt uns natürlich besonders am Herzen, weil die der Ursprung ist von all dem, wie es heute bei uns so aussieht im Kopf, immer noch. Ja. Oder? Gibt es da noch was anderes zu sagen? Wir sind nach wie vor begleitet von dem klassischen Graffiti, was ursprünglich aus New York kommt, würde ich sagen. Und wir haben uns da sehr dran festgehalten und haben es in die eine oder andere Richtung weiterentwickelt. Wir sind seit 25 Jahren Crew-Kollegen und gute Freunde. Und das Malen hat mich immer begleitet. Ja, auch die Türen geöffnet weltweit, in allen großen Metropolen, mittlerweile Freunde, gearbeitet und ausgestellt. Und mittlerweile verdient man damit dann auch ganz gut Geld, verkauft Leinwände in alle möglichen Richtungen und alle möglichen Leute. Man darf ja nicht vergessen, dass die Art, die wir malen, damit sind die Leute aufgewachsen. Und die Leute, die mit uns als junge Leute aufgewachsen sind, sind heute auch in Positionen wie in der Politik oder bei Universal überall verstreut. Und ohne jetzt andere Künstler oder Kunstarten abzuwerten, ist vieles natürlich auch aus einer Zeit, womit die jüngeren Leute oder die Leute in unserem Alter, so jung sind wir ja auch nicht mehr anfangen können. Und somit merkt man schon, was sich da eigentlich getan hat. So, was vor 15 bis 20 Jahren noch völlig absurd war, wurde es noch als, ja, an meinem Haus wurde auch angeschmiert oder so, das abgetan wurde immer oder wir immer diskriminiert wurden, sind über die letzten Jahre, hat sich das zum Positiven gewandelt und mittlerweile... Die hat endlich mal einen Platz gefunden. Hat es gefunden und ist auch... Langsam hat es geschafft, auch mal in Deutschland die Galerien zu erobern. Die Franzosen sind uns da ein bisschen voraus. Die haben mittlerweile schon seit 15 Jahren verstanden, dass das eigentlich die Kunst ist, die angekommen ist bei unseren Kindern und Kindeskindern etc. In New York, so die ältesten Kollegen von uns sind mittlerweile schon über 60. Da kann man sich vorstellen, wie lange das eigentlich existiert. Und wie stark diese Art zu malen ist
Nur hat es lange gedauert, bis in Deutschland seinen Platz gefunden hat. Und naja, jetzt sieht man es ja überall. Die Werbung bedient sich an uns. Teilweise arbeiten wir auch mit denen zusammen. Viel wird geklaut von der Industrie. Man bedient sich dann einfach an den Arbeiten und kopiert, was man natürlich dann nicht so schön findet. Aber wir haben ja auch keine Anwälte, die sind mit denen wir dann einen Rechtsstreit eingehen. Gut. Hat jemand Fragen dazu, irgendwas, was ihn interessieren würde? Ja. Ich habe jetzt gerade bei einem Flyer für heute gesehen, so, ich meine, da bist ja auch du irgendwie drauf und was malst ja. Und so. Und ich habe mir halt so gedacht, so, wenn jetzt jeder weiß, so, okay, hey, das bist du, ich meine, du hast ja bestimmt auch ein bisschen so illige Sachen, die du gefühlt hast. So. Ja. Wenn du dich wenn du irgendwie wiedererkannt wirst und es gibt dann Probleme oder ist es weniger so? Naja, nicht nur ein bisschen. Ich habe schon viel illegal auch gemalt. Und dazu habe ich allerdings einen Anwalt. Und die Sachen, die ich gemacht habe, die sind verjährt. Was natürlich auch die Leute von der Soko wissen, dass die verjährt sind. Sachbeschädigung ist nach 10 Jahren in Deutschland verjährt. Und ich kriege nicht mehr in U-Bahn-Tschechien rum. Das machen meine Schüler jetzt. Gefällt mir, denn irgendwo müssen sich die Jugendlichen ja ausdrücken und Graffiti ist da eine gute Sache für. Ist aber auch nicht schlimm, wenn man